Gut, dann werfen wir einen Blick auf den Abhaltungsmodus der Lehrveranstaltung Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Geht jetzt im Wesentlichen einmal um die Vorlesung. Nachdem das aber alles ein Gesamtkonzept ist, würde ich an der Stelle die Übung jetzt gleich mitdiskutieren. Gehen wir aber vorher einmal auf die Vorlesung ein. Dazu brauchen wir einen kurzen Blick in den Syllabus. Den Syllabus, den findet man im Kurs, verlinkt bei allen Lehrveranstaltungen, also sowohl Vorlesung als auch Übung sollte eigentlich drinnen sein, und der behandelt das Gesamtmodul Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Die Lehrveranstaltung ist organisiert nach dem sogenannten Flipped Classroom-Prinzip. Der Flipped Classroom ist ein Lehrveranstaltungsformat, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat und die Grundidee hat, deswegen flippt, alle Aktivitäten, die üblicherweise im Klassenzimmer oder im Hörsaal in unserem Fall stattfinden, aus dem Hörsaal hinaus zu verlagern und dafür die Tätigkeiten, die traditionellerweise außerhalb stattfinden würden, wie vertiefende Beschäftigung mit den Inhalten, das Auseinandersetzen mit den Zusammenhängen, übliche Hausübungen in den Hörsaal hinein zu verlagern. Das hat jetzt eine technische Komponente, die in den letzten Jahren halt um einiges einfacher geworden ist. Das ist den klassischen Lehrvortrag, den man halt üblicherweise in der Vorlesung hat, aus der Vorlesung hinaus zu verlagern und dazu, so wie wir es jetzt haben, Videos anzufertigen. Die zweite Komponente ist, die Präsenztermine dann so zu gestalten, dass sie eine Vertiefung der Inhalte zulassen. So, wie machen wir das jetzt? Noch dazu, wenn wir ja eine klassische Vorlesung haben, wo keine Anwesenheitspflicht besteht. Das heißt, wo man doch versuchen möchte, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass man anwesend ist und die Lehrveranstaltung trotzdem schaffen kann. PKM ist jetzt so organisiert, okay, vielleicht, das ist alles im Syllabus nochmal detaillierter beschrieben, da unter Modus. Vielleicht wichtig Folgendes. Und jetzt nehme ich vielleicht wirklich die Übung gleich mit, weil es an der Stelle bereits relevant ist. Vorlesung und Übung sind vollständig verzahnt. Das heißt, sie sind aufeinander abgestimmt und dafür konzipiert, dass man es gemeinsam absolviert. Das ist von den Lehrveranstaltungsplätzen auch möglich. Wir haben ausreichend Ressourcen, jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin an der Vorlesung auch einen Platz in der Übung zu garantieren, weil das meistens die engere Ressource ist. Und wir empfehlen ganz stark, dass das kombiniert gemacht wird. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor möglich, Übung und Vorlesung getrennt zu absolvieren. Das heißt, wenn jemand die Übung schon hat und den Vorlesungsschein noch braucht oder aus Termingründen dieses Semester die Übung nicht machen kann, lieber nur die Vorlesung macht, dann ist es nach wie vor, und die Übung dann vielleicht nächstes Jahr nachholt, dann ist es nach wie vor möglich. Die Lehrveranstaltungen sind so weit entkoppelt, dass man es getrennt absolviert haben kann und auch vom Workload so konzipiert, dass ungefähr Vorlesung dem Aufwand einer traditionellen Vorlesung entspricht und Übung dem Aufwand einer traditionellen Übung entspricht. Wir haben ja im letzten Video schon diskutiert, die Aufteilung in fünf Themenbereiche, die werden sich hier durchziehen. In der Vorlesung werden wir immer in diese Themenbereiche einführen. Wir werden auch in der Übung immer wieder auf diese Inhalte der Vorlesung Bezug nehmen. Das heißt, es kann sein, dass es irgendwelche Übungsaufgaben gibt, wo man, nachdem das inhaltlich zusammenhängt, vielleicht nochmal in der Vorlesung nachhören sollte, worum es denn gegangen ist, was denn die Inhalte genau sind. Deswegen steht auch sowohl das Skriptum als auch die Videoaufnahmen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur in der Vorlesung, sondern auch in der Übung zur Verfügung. So. Um diesen Flipped Classroom zu realisieren, werden wir es jetzt so machen, dass wir in der Vorlesung für jedes Thema, ja, wir haben ja gesagt, wir haben fünf Themenbereiche, jeder Themenbereich ist in vier Themen, aber nur zwei, unterteilt. Dann gibt es meistens ein Einführungsvideo dazu, also so 3 bis 5 Videos pro Themenbereich, jeweils für ein Thema eines und ein Einführungsvideo wird es geben. Diese Videos behandeln jene Aspekte des Stoffs, die besonders relevant sind, beziehungsweise die fürs Verständnis ganz wichtig sind oder die vielleicht schwieriger
zu verstehen sein. Das Skriptum wird in manchen Aspekten darüber hinausgehen, weil es einfach auch für sich abgeschlossen konsumiert werden können soll. Ja, das soll für sich stehen können. Prüfungsstoff, um dem vorzugreifen, kommt im nächsten Video noch einmal, ist das, was im Skriptum steht. Das, was im Skriptum steht, wird aber viel einfacher zu verstehen, wenn man sich die Videos anschaut, weil wir dort auf die Aspekte eingehen, die wichtig sind, die dann auch wahrscheinlich prüfungsrelevant werden. Das heißt, diese Videos, je nach Themenkomplexität, zwischen, würde ich jetzt einmal sagen, Viertelstunde, 20 Minuten und einer Dreiviertelstunde längstens, werden die einzelnen Themen diskutieren und dann gibt es eben zusätzlich Präsenztermine. Das sind die Termine, die im Kurs drinnen stehen. Das sind die klassischen Vorlesungstermine, die werden wir aber nicht wie einen klassischen Vorlesungstermin behandeln. Die Lehrveranstaltung ist geblockt, das wird euch aufgefallen sein. Das heißt, wir haben immer am Dienstag und am Mittwoch zwei Einheiten von 13.45 bis 15.15 Zeit, uns zu treffen und uns mit den Lehrveranstaltungsinhalten zu beschäftigen. Dabei werden wir uns tatsächlich im Plenum oder als Gruppe immer nur mittwochs treffen. Ich komme dann gleich nochmal zu den Terminen. Also eine klassische Vorlesung wird überhaupt nie stattfinden, aber ein klassischer Hörsaaltermin, den gibt es nur am Mittwoch. Die Dienstage nutzen wir, um individuelle Fragen zu klären. Heißt, die Erwartung wäre, dass ihr euch auf einen Präsenztermin, der sich dann auch immer einem Themenbereich widmen wird, mit den Videos vorbereitet und wenn es dann unmittelbar Fragen gibt, sei es zur Vorlesung, sei es zur Übung, habt ihr am Dienstag die Möglichkeit, euch einen individuellen Besprechungstermin bei mir oder den Kollegen in der Übung zu reservieren und diese Fragen dann individuell zu stellen. Also die 1,5 Stunden am Dienstag werden wir für die individuelle Betreuung verwenden. Die Zeit am Mittwoch, die werden wir uns im Hörsaal treffen, werden aber doch eine klassische Vorlesung machen, sondern ausgehend davon, dass sich jeder die Videos angeschaut hat und vielleicht sich ein paar Notizen dazu gemacht hat, ausgehend davon werden wir zuerst circa eine Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde offene Fragen im Plenum klären, sofern die nicht schon am Dienstag individuell geklärt wurden. Und dann, also ich erkläre dann auch gerne irgendwelche Aspekte, die in den Videos nicht klar waren, sagen wir mal detaillierter oder genauer oder auf eine andere Art und Weise. Und dann wird es eine interaktive Vertiefungsübung jeweils geben. In dieser interaktiven Vertiefungsübung ist es so, dass man die Inhalte, die man in den Videos angeschaut hat, nochmal zur Anwendung bringen kann und praxisorientiert versuchen kann, sich zu überlegen, okay, wozu ist denn das jetzt alles wichtig? Warum braucht man denn das überhaupt? Beziehungsweise wie kann ich das in der Praxis verwenden? Nachdem es meistens hilfreich ist, wenn man sich gegenseitig unterschiedliche Aspekte, die den einzelnen Personen nicht klar geworden sind, nochmal ein bisschen erklären kann, wird das üblicherweise in einem Gruppensetting stattfinden. Ich hätte aber dann gerne von jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin eine individuelle Dokumentation der Arbeitsergebnisse. Warum das? Um den Besuch der Lehrveranstaltung, der Präsenztermine, nicht nur mit einem inhaltlichen Mehrwert auszustatten, sondern auch mit einem formalen Mehrwert auszustatten, gibt es für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungsterminen, also an den Präsenzterminen, einen Bonus auf die Prüfung. Zum Prüfungsmodus komme ich dann gleich einmal. Jetzt nur ganz kurz. Für die Abgabe der Dokumentation, wann die inhaltlich adäquat ist, gibt es einen Bonus von bis zu 33% auf die Prüfungspunkte für den jeweiligen Themenbereich. Also das haben wir da ohnehin auch noch einmal im Syllabus stehen, da ist das nochmal beschrieben. Es gibt also die interaktive Vertiefung, die wird individuell dokumentiert und wann diese Dokumentation abgegeben ist und die Anwesenheit nachgewiesen wurde. Also beide Komponenten müssen gegeben sein. Ihr müsst da gewesen sein und ihr müsst die Aufgabe gemacht haben. Dann kann ein Bonus von maximal 33% der erreichbaren Punkte für den jeweiligen Themenbereich erreicht werden. Auf die Prüfung, aber dazu komme ich nachher später, gibt es dann für jeden Themenbereich einen bestimmten Punktebetrag und insgesamt kann man auch mit
der Prüfung allein natürlich ein sehr gut erreichen. Also die Teilnahme an der Lehrveranstaltung in den Präsenzterminen ist ausschließlich ein Bonus, also Sockelpunktbetrag, der mir dabei hilft, überhaupt positiv zu werden bzw. dann eine bessere Note zu erreichen. So, soweit zum Flipped Classroom in der Vorlesung. Abschließen wird die Vorlesung dann mit einer klassischen Prüfung. Habe ich schon erwähnt. Prüfungsstoff ist im Wesentlichen das Skriptum. Dadurch, dass wir geblockt unterwegs sind, sind wir ungefähr Mitte des Semesters, irgendwann im Mai, mit der Lehrveranstaltung, mit der Vorlesung zumindest fertig. Und dann wird auch gleich der erste Prüfungstermin anschließen. Der zweite Prüfungstermin findet dann in der klassischen Prüfungszeit irgendwann Ende Juni statt. Die Termine sind, glaube ich, bereits im Kurs. Dann kann man durchaus planen schon. So, zur Übung. Die, habe ich gesagt, wird verschränkt durchgeführt mit der Vorlesung. Das trifft jetzt vor allem die erste Hälfte des Semesters, wo eben Vorlesungsbetrieb auch noch ist. Die Übung hat zwei Phasen. Erste Phase eben zur Unterstützung der Vorlesung gibt es auch wieder Übungsaufgaben zu den Themenbereichen. Das heißt, je nach Aufwand für die Aufgaben werden wir euch 2 bis 3 Aufgaben pro Themenbereich jeweils zur Verfügung stellen. Und ihr werdet die dann bitte bearbeiten und abgeben. Für die Aufgaben gibt es die gesamte Beschreibung plus die Unterlagen, die man dazu braucht, plus nochmal die Möglichkeit, an diesen Dienstagterminen zu Sprechstunden zu kommen, um Unklarheiten zu klären. Funktionieren tut es dann so, dass ihr die im Wesentlichen in der Vorlesung die Aufgaben in frei gewählter Sozialform, das heißt gerne auch in Gruppen, gemeinsam erarbeitet oder individuell, wenn das jemand möchte, aber trotzdem wieder jeder bitte individuell die Ergebnisse dokumentieren. Es ist notwendig, von den Aufgaben mindestens 66% der Abgaben oder mindestens 66% der Aufgaben abzugeben. Das heißt im Wesentlichen, also das ist dann auch, steht da jetzt nicht explizit drinnen, deswegen nochmal erwähnt, werde es dann auch nochmal aktualisieren. 66% der Abgaben pro Themenbereich. Das heißt, wenn es 3 Aufgaben gibt, bitte 2 abgeben, eine kann man weglassen. Diese Aufgaben werden wir dann stichprobenartig kontrollieren. Das heißt, wir werden eine Stichprobe von 3 der abgegebenen Aufgaben auswählen. Und die werden wir uns anschauen, die werden wir beurteilen und das Ergebnis geht dann zu 30% in die Beurteilung ein. Ja, das muss dann noch nicht positiv sein, man kann trotzdem weitermachen, aber es geht in die Note mit ein. Danach gibt es als Übergang zur zweiten Phase einen Übungstest, der nochmal versucht festzustellen, ob denn die relevante Anwendung der Inhalte der Übung auch tatsächlich funktioniert, also ob jeder in der Lage ist, die Sachen anzuwenden, weil das braucht man für die Phase 2 der Übung. Der Übungstest wird sich sehr stark an den Übungsaufgaben, die wir vorher ausgeteilt haben, orientieren. Das heißt, wer die Übungsaufgaben gemacht hat, wird beim Übungstest sehr wenig Schwierigkeiten haben. Es werden sicher nicht exakt die gleichen Aufgaben sein, aber man kann davon ausgehen, dass man beim Übungstest wiedererkennen wird, was denn die gewünschte Antwort ist, wenn man die entsprechenden Aufgaben gemacht hat. Also da gibt es ein bisschen Motivation vielleicht bei den Übungsaufgaben doch alle abzugeben. Der Übungstest selbst geht dann wiederum zu 30% in die Beurteilung ein und der muss positiv sein. Das heißt, da muss mehr als 50% der erreichbaren Punkte erzielt werden. Dann kann man in der Phase 2 weitermachen. Die Phase 2 ist dann eine Projektarbeit. Da arbeitet ihr in Gruppen zu 2 Personen. Die 2 Personen könnt sich dann, also ihr könnt sich frei zusammenfinden. Und dann gibt es in der zweiten Hälfte des Semesters ein durchgängiges Modellierungsszenario, das umzusetzen ist. Das wird wahrscheinlich eine Anwendung von BPMN sein und da werden wir von den initialen Modellen, werden wir dann sehen, gibt es unterschiedliche Abstraktionsstufen, auf denen man modellieren kann, bis hin zur Ausführung, das heißt bis dorthin, wo wir dann auch sehen, was bringt denn dieses Modellieren auch tatsächlich in der Praxis, werden wir alles umsetzen. Zu diesem
Projekt gibt es dann ein Abgabegespräch und das geht als Gruppenbeurteilung, das heißt, da bekommen beide Personen dann dieselben Punkte zu 40% in die Note ein. Also 30, 30, 40, 30 Übungsaufgaben, 30 Übungstest, 40 das Projekt. Genau, steht da nochmal. Die Termine sind ebenfalls bereits im Syllabus. Wir sehen, dass wir uns im Wesentlichen immer mittwochs zu diesen interaktiven Vorlesungsblöcken treffen. Also das sind die Präsenztermine im Hörsaal. Immer Dienstag gibt es die individuellen Fragestunden. Wir werden dementsprechend die Termine, die Dienstagstermine im Kurs entfernen, damit wir die Hörsäle wieder freigeben, weil das brauchen wir vielleicht für andere Lehrveranstaltungen noch. Und es wird dann eine Möglichkeit geben, den Link veröffentlicht ich noch, sich individuell für die Sprechstunde anzumelden. In 10 Minuten Schritten, wenn wer Fragen hat, kann er dann kommen und diese Fragen klären. Wie gesagt, der Link dazu kommt noch, den werden wir noch separat veröffentlichen. Nochmal betont, die Dienstagstermine, die finden nicht im Hörsaal statt, sondern bei unserem Institut in den einzelnen Büros. Die Übung, die beginnt ganz kurz mit einer Wiederholung des Modus am 13.03. Dann haben wir erst den nächsten Präsenztermin wieder im Mai, wenn wir mit der Vorlesung im Wesentlichen fast fertig sind. Und dazwischen werden wir über die Lernplattform betreuen. Da geht es um die Übungsaufgaben. Da besteht, wie gesagt, die Möglichkeit, zur Sprechstunde immer dienstags zu kommen, beziehungsweise in der Lernplattform, die wir noch ansehen werden im nächsten, übernächsten Video, Fragen zu stellen, zu diskutieren. Auch dieses Forum werden wir betreuen. Gut, so viel zum Modus. Ich hoffe, dieser doch relativ komplexe Ablauf und die Verzahnung zwischen Vorlesung und Übung ist klar geworden. Ansonsten einfach nochmal nachhören, das funktioniert jetzt mit dem Video. Beziehungsweise, wenn Fragen offen sind, bitte einfach bei mir melden. Gut, im nächsten Video, das wird jetzt kürzer, werden wir uns ganz kurz nochmal mit der Beurteilung der Lehrveranstaltung beschäftigen. Und dann gehen wir nur auf die Lernplattform hin.